Herzlich willkommen zu einem neuen DAB-Scan. Heute sind wir auf dem oberen Sudelfeld in Bayern. Ja, nicht lang schnacken, fangen wir an. Wenn ihr wissen wollt, welcher Sender auf dem letzten Platz bei Z ist, dann bleibt bis zum Schluss dran. So, wir sind gerade eben angekommen. Dann tun wir mal einen Scan durchführen. Schauen wir mal, was er so alles im Sortiment hat. Okay, das Bild fangen wir nochmal von oben an hier. So, beginnen wir mal. Gehen wir auf den Scan. Und lassen ihn mal durchrattern, was er Schönes anzeigt. Zum Schluss gibt es nachher natürlich auch die Sendeliste. Ich lasse natürlich wegen Urheberrechtsverletzung jetzt nicht die Musik laut laufen. Das müsst ihr mir bitte verzeihen. Natürlich werden wir da alte Bekannte haben. Aber auch neue Sender, die halt im bayerischen Raum sind, die wir in Baden-Württemberg nicht so oft zu Gesicht bekommen. Aber ich hoffe auch mal, dass vielleicht was aus Österreich rüberkommt. Absolut Hot, Absolut Oldie, das finde ich in Bayern ganz lustig, dass fast alle Absolut-Sender, welche es als Internetradio gibt, zu empfangen gibt. Absolut Relax, der bundesweit ausgestrahlt wird, Absolut Top, AIDA Radio, Allgäu-Hit, Alpenwelle, da gibt es auch ein separates Slideshow-Video, Alpine FM, da gibt es auch ein Slideshow-Video dazu, die Videos packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein, Antenne Bayern, auch zu empfangen in Baden-Württemberg. Arabella. Arabella Bayern. Wo da der Unterschied ist, weiß ich jetzt so nicht. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ein bisschen der Wind heute durchs Mikrofon pfeift. Bayern 1 Franken. Aber da es so kuschelig warm heute hier ist, mit über 20 Grad ist es im Auto ohne laufende Lüftung echt schnell ein Brütofen. Nochmal Bayern 1. Jetzt kommen die ganzen regional. OB Oberpfalz wahrscheinlich. OBB Oberbayern. Schwaben. Bayern 2 Nord. Bayern 2 Süd. Bayern 3. Kriegt man auch in Teilen von Baden-Württemberg rein, je nachdem wie nah man an der Landesgrenze natürlich wohnt. Bayernwelle, da habe ich auch eine Slideshow für euch aufgenommen. Beats Radio, kennen wir, war früher Klassikradio Movie. Bayern Heimat. Bayern Schlager, wobei ich mich frage, wo da der Unterschied ist. Beides ist mal deutsche Musik, klar, das eine ist ein bisschen mehr bayerisch, das andere ist halt ein bisschen anderes Schlager, ja gut. Bayern Verkehr. Wo eine männliche Alexa den Verkehr runterliest. Bayern Klassik. Bayern 24. Der ist nachts mit NDR Info zusammengeschaltet, auch wie in Baden-Württemberg, mit dem SWR Info. Bayern 4, 24 Live. Charivari Rosenheim. Digital Klassik oder Classics, Deutschlandfunk,
Deutschlandfunk Kultur. Dürfte als nächstes Nova wahrscheinlich kommen. Richtig, Nova. Donau 3 FM. DPD Drivers Radio. D-Radio Dokumente und Debatten. Ego FM. Energy. Deutschland wahrscheinlich. Energy München, genau. Dann ist es der Lokalsender, in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich auf ganz Bayern ausgestrahlt. Dann das Evangelische Kirchenradio, ERF Plus. Radio Fantasy Classics. Fantasy Lounge. Femotion Radio. FM4, das ist, glaube ich, der österreichische Sender. Aber da steht jetzt nicht DAB dran, wahrscheinlich kommt über UKW rein. Jawohl, Galaxy Allgäu DAB. Dann Galaxy LA DFG. Ist jetzt die Frage an euch: Weiß jemand, für was diese Abkürzungen stehen? Vielleicht LA für Landshut? PA vielleicht für Parsberg? Ich weiß es nicht so genau geografisch. Bin ich da jetzt nicht so drinne. Rosenheim ist es, RO. Galaxy Ingolstadt. Gong 963. Heumatwelle. Entschuldigung, alle Bayern, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Klassikradio. Kronehit über FM. Lora München. M945. M945 Test, DAB, interessant, was da getestet wird. Maxneo Test, DAB. Mega 80 oder 80, 80s, wie man es aussprechen möchte. Mega Radio Bayern, da habe ich auch schon ein paar Mal reingehört. Mega Radio, der Name gab es schon öfters in verschiedenen Radiosender-Versionen. MKR Kirchenradio. Nostalgie. Ö1 über UKW. Österreichischer. Ö3 auch über UKW. Oldiewelle. Da stellt sich für mich die Frage, wie weit sind die Österreicher denn jetzt noch entfernt oder haben die nicht so starkes DAB ausgebaut? Uldiwelle, Niederbayern könnte es vielleicht heißen, ich weiß es nicht. Plus DAB, weiß ich auch nicht, was dahinter steckt. Radio Today. Radio 7, Sender aus Baden-Württemberg in Ulm. Waren früher mal noch sechs weitere Radiosender mit angeschlossen. Kleine Lokalsender, langes her. Gab es auch damals Radio 7 ES. Hier ist Radio Augsburg, Radio AWN. Und aus Radio 7 ES Esslingen wurde jetzt die neue 107 Esslingen, beziehungsweise nur die neue 107.7 mit den Frequenzen der Lokalsender. Radio Bob, Radio Bu, Radio Fantasy, nicht zu verwechseln mit Galaxy. Das ist ein anderes. Aber da kommt's Galaxy.
Radio Horeb, auch wieder ein Kirchenradio. Radio In. Radio ISW. Radio Maria. Radio München. Radio Oberland. Radio Schwaben. Radio Teddy. Radio Traunitz. Rockantenne. Ist auch von Antenne Bayern aus dem Mutterhaus. Rockantenne Bayern. RSA. LI für vielleicht Lindau. OA Oberallgäu wahrscheinlich. OAL, das könnte auch Oberallgäu sein. Da bei Buchloe da hinten. RTR1 Augsburg. Die haben auch ein paar Internetradio aufs DAB gepackt. RTR1 in dem Mix, ein sehr schöner Sender für lange Autofahrten. Wenn man so 90er-Mixe mag und 8 und 2000er. RTR1 Memmingen. RTR1 ND SOB. RTR1 Nordschwaben. RTR1 Relax. RTL Radio. Schlagerparadies. Schwarzwaldradio. Grüße in die Ortenau an dieser Stelle. Smart Radio. Sportradio. Sunshine Live. Grüße an Berlin und Mannheim. Wobei das Radio hier jetzt noch das alte Logo drin. SWR1 kriegen wir rein. Über UKW. Und DAB sogar. SWR2 über UKW. SWR2 über DAB sogar. SWR3 über UKW. Über DAB auch. Okay. Tirol. Nur Radio, Togo Radio, U1 Tirol, unser Radio, das Alphabet bald durch, hä? Welle 1, auch über UKW, Alpenwelle, haben wir vorhin ja auch schon gehabt. Und 106,4 Top FM. Und somit sind wir schon durch. Dann gehen wir mal kurz in die Sendeliste rein. Er hat uns leider nicht angezeigt, das hier als FM. Jetzt tun wir mal runterscrollen. Nochmal die schöne Übersicht. Schade, dass er nicht alle Radiologos von den Sendern drin hat. Oder auf Anhieb anzeigt. Zu spät lädt, aber besser nie wie gar nicht. Donau 3 FM muss wohl auf in Baden-Württemberg und in Bayern auf dem DAB drauf sein.
Ich hatte schon gedacht, es ist vielleicht nur das Baden-Württemberg-Band und hätte mich gefreut, wenn es noch mehr Sender gegeben hätte aus Baden-Württemberg, die auf dem Lokalband für Baden-Württemberg drauf sind. Ö1 und Ö3. Die RT1-Sender. Sogar die ganzen SWR, die regionalen sind drin. Das Maimarkt-Radio auch, das hat aber uns vorhin nicht angezeigt. So, dann sind wir durch. Mich hätte es noch interessiert, welche UKW-Frequenzen das beim SWR vorhin gewesen wären. Hätte ich mal kurz reingezippt, aber wenn er mir jetzt nicht mehr die anzeigt, dann ist das blöd, weil wenn ich jetzt hier da drauf gehe, zurückspringe und jetzt hier zappe, zeigt er mir das nämlich nicht so schön an, wie es früher mit dem anderen Autoradio war. Vielleicht geht es noch irgendwie, vielleicht kriege ich es noch raus. So, dann war's das. Dann wünsche ich euch schönen Tag noch. Bis bald, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Radio Benny für euch. Beim DAB-Scan oder im Freien Radio für Stuttgart.